Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich wirklich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr gerade dabei seid, euren Beruf zu wählen, sei es nach dem Abitur oder schon während dem Studium, wenn ihr vielleicht auch gerade nicht sicher seid, ob ihr gerade auf dem richtigen Weg seid, dann ist dieses Video garantiert hilfreich für euch, denn heute geht es um die Berufswahl mit Perspektive auf die Zukunft. Ich werde 6 verschiedene Berufsfelder vorstellen, die eben stark profitieren in der Zukunft. Das Problem dabei ist nur, dass wir Menschen eben ja das Ganze gedanklich sehr schlecht umsetzen können, weil wir nur linear denken, aktuell sich aber ja die Technologie, die Digitalisierung exponentiell entwickelt. Und das ist eben auch, denke ich, so das Wichtigste, was es zu begreifen gilt. Die Welt verändert sich viel schneller, als dass wir es wahrnehmen können. So, ich fange mal an jetzt mit den verschiedenen Berufsfeldern, die ich euch heute vorstellen möchte. Der Markt 1, das ist die Medizin. Warum ist das so? Nun ja, Gesundheit ist unser größtes Gut und deswegen entwickelt sich die Technik hier am schnellsten weiter, da eben hier auch das Geld dahinter steckt. Sprich, Patienten sind natürlich bereit, wenn es Behandlungen gibt, diese zu bezahlen, um länger zu leben, um gesünder zu leben und vielleicht sogar, ja, um eben zu überleben, also um zum Beispiel tödliche Krankheiten zu heilen, ja. Und dafür ist eben, das ist eben der erste Markt, weil dort eben Geld ist. Und deswegen entwickelt sich dort die Technologie auch am schnellsten weiter. Und alle Schlüsseltechnologien der Zukunft werden derzeit bereits in der Medizin angewandt. Sprich, wir haben 3D-Druck. Ja? Das ist zum Beispiel in der Zahnmedizin, aus der ich herkomme, schon kompletter Alltag. In ganz, ganz vielen Praxen wird eben Keramik aus 3D-Druckern gedruckt und den Patienten direkt eingesetzt. Das Ganze entwickelt sich natürlich wahnsinnig schnell weiter in der Humanmedizin. In vielen Krankenhäusern ist es die Prothetik, wo man eben aus dem 3D-Drucker eben bereits Prothesen drucken kann und diese dem Patienten einsetzen kann. Es ist ein großer Markt. Dann haben wir künstliche Intelligenz, die eben auch als erstes im Bereich Medizin angewandt wird. Und hier benutzt man künstliche Intelligenz beispielsweise in der Radiologie. Es gibt von IBM bereits eine künstliche Intelligenz, die eben von dem größten radiologischen Krankenhaus, also onkologischen Krankenhaus der USA, wenn ich mich recht erinnere, gefüttert wird. Das heißt, die ganzen Daten für Krebs nimmt diese künstliche Intelligenz, diese Software auf und gleicht es eben dann mit einem vorhandenen Befund von einem Patienten ab, greift gleichzeitig noch auf alle Studien, die es zur Radiologie gibt, die relevant sind, zurück. Und mit diesem Wissen kombiniert mit den verschiedenen Befunden, die es eben gespeichert hat, kann es natürlich viel zutreffender diagnostizieren als jeder Arzt, da ein Radiologe natürlich nicht auf mehrere hunderttausend Studien zurückgreifen kann oder auf mehrere hunderttausend Krankheitsbefunde, sprich Röntgenbilder. Und das ist eben nochmal ein guter Bereich, um zu zeigen, dass sich die künstliche Intelligenz eben in der Medizin schon etabliert hat und auch einen großen Zukunftsbereich hat. Dann haben wir natürlich noch einen weiteren Bereich, der jetzt noch nicht in naher Zukunft, aber wahrscheinlich schon in den nächsten 10, 20 Jahren sehr relevant werden wird. Und das sind, ja, das ist das Wachstum von künstlichen Organen und von Körperteilen, also der biologische Wachstum. Und ich glaube, es war Forbes, habe ich dazu gelesen, dass es eben schon ein aktiver Markt ist, weil dazu bereits Firmen existieren, die eben ja bereits da in diesem Feld forschen. Und deswegen ist es bereits ein Markt, in dem man arbeiten kann. Das ist der Körperorganersteller als Beruf quasi. Und dort werden eben auch viele Mediziner und Wissenschaftler gebraucht. Ja. Ein weiterer Zukunftsmarkt ist Virtual Reality. Gerade im Bereich Schmerzmedizin wird Virtual Reality benutzt. Zum Beispiel in Wundbrandzentren kann eben der Mensch durch die Ablenkung der virtuellen Realität mit Virtual Reality Brillen der Schmerz genommen werden. Auch Augmented Reality wird bereits in der Medizin aktiv genutzt. Zum Beispiel in der Zahnmedizin kann man sich
das digitale, ja, die digitale Version seines Lächelns, seiner fertigen ästhetischen Konstruktion anschauen. Und erst wenn man mit dieser Augmented Reality eben im Spiegel quasi angesehen zufrieden ist, wird das Ganze auch am Patienten umgesetzt. Das heißt, wir haben hier auch die Augmented Reality in der Medizin. Natürlich gibt es dann noch die Genetik und da verändert sich natürlich auch sehr, sehr viel. Das ist ein extrem großer Wachstumsmarkt. Biotechnologie und Genetik, ein ganz großer Markt und wir haben Robotik. Robotik spielt eine sehr große Rolle. Es gibt zum Beispiel den Da Vinci-Roboter, mit dem man eben in Afrika beispielsweise operieren kann und der Chirurg tatsächlich sitzt aber beispielsweise in der USA oder in China. Das ist eine wirklich sehr interessante Technologie. Wir haben auch in Deutschland an vielen Krankenhäusern solche Roboter bereits. Es gibt auch Roboter, die nur mit Laser arbeiten und beispielsweise in der Neurochirurgie wird das genutzt und da kommt eben auch sehr viel. Ja, warum ist der Markt Medizin Nummer 1, also zum einen, weil wir eben die ganzen neuen Technologien da anwendbar sehen. Und das andere ist, wir haben eine alternde Gesellschaft. Das heißt, wir haben Menschen, die leben immer länger. Und man sagt, so ab 40 beginnen die Menschen also die ersten so chronischen Krankheiten zu entwickeln und auch generell von der Gesundheit her abzunehmen. Und diese Menschen, ab 40 fangen Menschen an, wirklich aktiv ja, gesundheitliche Dienstleistungen aufzusuchen und am Gesundheitsmarkt quasi teilzunehmen. Und natürlich ist die Spanne jetzt zwischen jemandem, der 40 ist und vielleicht potenziell 120, 130, vielleicht sogar 150 oder 200 Jahre lang alt wird in Zukunft sehr groß. Und da wird eben viel, viel mehr an gesundheitlichen Dienstleistungen benötigt. Wir sehen es ja im Bereich der Pflege, also nicht nur im Bereich Arzt, Zahnarzt, ja, Pharmazie, sondern natürlich auch in der Pflege, in der Psychologie, ja, wird in Zukunft sehr viel kommen. Ja. Die Menschen haben immer größere Probleme, beispielsweise mit Stress umzugehen. Gleichzeitig befinden die, ja, dadurch, dass der Wohlstand weltweit wächst, rutschen die Menschen auf der Bedürfnispyramide immer weiter hoch und wem der Begriff Bedürfnispyramide nichts sagt, der kann es gerne mal googeln. Im Endeffekt geht es darum, dass Grundbedürfnisse nach und nach abgedeckt werden und dann immer höhere Bedürfnisse befriedigt werden. Gesundheit ist natürlich ein Grundbedürfnis, aber eben auch weiter oben steht zum Beispiel mentale Gesundheit, geistige Gesundheit und die wird eben immer wichtiger und auch ein höheres Level von Gesundheit wird immer relevanter. Das heißt, wir haben einerseits einen Alterungsprozess und andererseits eben auch ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein und ein gesteigertes Bewusstsein für Körperästhetik, die da auch noch reinspielt. So, kommen wir mal zum Bereich IT in der Medizin, ist natürlich noch sehr relevant, denn das ist der Bereich, der natürlich am meisten wächst. Hier ist es aber nicht so, dass man jetzt unfassbar viele IT-Ingenieure braucht, ist definitiv gerade ein sehr gefragter Beruf, aber natürlich wird auch in Zukunft hier immer mehr automatisiert von künstlicher Intelligenz und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen, dass natürlich viele Dinge in Baukastenschemata eben funktionieren und man eben auch nur Baukasten bauen kann, die dann eben weiterhelfen. Das heißt, auch da gibt es natürlich auch, ist natürlich jetzt nicht so, dass es jetzt einfach dass man jetzt einfach immer mehr IT-Menschen braucht. Natürlich wird es auch digitale künstliche Intelligenz geben, die solche Aufgaben lösen wird. Das heißt, natürlich braucht man einfach vor allem sehr gute Leute. Aber gerade wenn man das kombinieren kann, also wenn du zum Beispiel Mediziner bist und Informatiker, dann hast du natürlich Top-Chancen. Also wenn du von beiden, ja, in beiden Branchen eben Fuß fasst, ist es natürlich sehr hilfreich. Ich denke, dass aber auch gerade in Zukunft im Bereich Programmieren immer mehr automatisiert wird. Das sollte man natürlich immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich den Markt anschaut. Kommen wir zum Markt Nummer 2, das ist der kreative Markt. Dadurch, dass natürlich immer mehr automatisiert wird, spielt der kreative Markt eine immer größere Rolle. Denn das ist ein Bereich, der natürlich nicht von künstlicher Intelligenz so schnell übernommen werden wird. Und wahrscheinlich
wird gerade im kreativen Bereich immer sehr viel von Menschen gemacht werden. Im kreativen Bereich meine ich jetzt nicht nur Grafikdesigner, Videoproduzenten, Filmproduzenten, Architekten, sondern ich meine auch Unternehmer, die neue Konzepte entwickeln, Visionen haben und eben Neues umsetzen. Als Paradebeispiel nehme ich Elon Musk, der natürlich die Ökonomisierung des Weltraums begonnen hat, also eine komplett neue Branche quasi entwickelt hat, oder eben das Elektroauto, Elektroenergie und damit eben eine komplett neue Industrie, ja, weltweit bekannt gemacht hat und auch entwickelt hat. Und das ist für mich ein Paradebeispiel. Das werde ich auch im kreativen Markt mit einfließen lassen. Das gehört zusammen, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich ein sehr großer Markt. Also gerade im Bereich Videografie, Drohnenpilot, all diese Dinge, Grafikdesign, Webdesign, Architekten, hat natürlich viel Zukunft und da wird auch immer mehr Geld von Firmen investiert. Das heißt, es ist einfach nochmal ein Markt, den man sich zu eigen machen kann und in dem man auch 2020 und in der Zukunft eine gute Existenz aufbauen kann. Markt Nummer 3, das ist Verkauf und Vertrieb. Und für einige gilt der Vertrieb als von, ja, in der Zukunft sehr gefährdet, da es natürlich nicht mehr diese klassischen, ja, Vertriebler gibt, wie zum Beispiel den Staubsaugerverkäufer oder den Pharmavertreter, der von Praxis zu Praxis oder von Haustür zu Haustür tingelt. Das gibt es insofern eben nicht mehr in Zukunft. Allerdings ist es so, dass der Vertrieb immer mehr online geht. Und Online-Marketing ist in aller Munde. Und gerade in jeder, ja eigentlich in jeder Branche braucht man Verkaufstalent und vertriebliches Know-how, und es wird auch in Zukunft immer wichtiger. Und auch wenn das Ganze in Richtung digital schwingt, so ist es doch so, dass man als einfacher Informatiker natürlich dieses Wissen nicht hat und das eben so essentiell ist. Und letzten Endes ist im Bereich Marketing und Vertrieb hat sich da nicht viel geändert. Die Psychologie des Menschen ist immer noch gleich. Natürlich lernt man immer dazu und das entwickelt sich weiter, aber die Grundsätze sind gleich. Und Marketing und Vertrieb ist immer noch top bezahlt. Im Verkauf ist generell das meiste Geld. Die Menschen mit dem höchsten Gehalt weltweit sind eben Verkäufer. Und es ist nach wie vor ein Wachstumsmarkt von geschätzten 16%. Jetzt nehmen wir mal als Markt Nummer 4 die Nahrungsindustrie. Derzeit wird weltweit, ihr kennt ihr vielleicht die Aktie Beyond Meat, also die im Silicon Valley wird derzeit nicht am meisten in künstliche Intelligenz investiert, wie viele eben denken, sondern es wird eben in alternatives, ja, aus dem Labor gefertigtes Fleisch und Milchprodukte. Da wird am meisten Geld derzeit investiert, denn derzeit ist es möglich, darauf Patente anmelden zu können. Laborgefertigte Nahrungsmittel sind nur ein Beispiel davon, was Zukunft hat. Ein anderer Bereich ist natürlich der vegane Trend, der Trend zum Superfood, also extrem gesunde Lebensmittel. Dann haben wir einen Trend im Bio-Bereich, ja, extrem hochwertige Lebensmittel. Kommen wir zu Markt 5. Das ist der IT-Markt, IT-Security, Software-Ingenieure. Und gerade im Bereich IT-Security, da sehen eben viele den ganz großen Wachstumsmarkt. Programmierkenntnisse sind sehr förderlich. Und wenn ihr einen Bachelor habt in Informatik und dann noch mehrere Sprachen beherrscht oder eine Sprache sehr gut beherrscht, eine Programmiersprache, habt ihr sehr gute Chancen. 36% Wachstum wird geschätzt im IT-Markt, das heißt, da habt ihr die größte Wachstumsbranche, das ist einfach die Informatik. So, Markt Nummer 6, das ist der Bildungsmarkt. Und wie ihr vielleicht schon, wenn auch unbewusst, bemerkt habt, wird gerade Bildung privatisiert. Das heißt, letzten Endes ist der private Sektor in der Bildung viel dynamischer und kann schneller reagieren und dadurch wächst er eben und wird immer wichtiger, wohingegen staatliche Organisationen, Institutionen, ja, deutlich an Attraktivität verlieren, weil sie eben mit dieser technologischen Entwicklung nicht so schnell mithalten können. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video. Euer Marcel.